Moin. Ich wollte mal bei einer Karaoke-Challenge mitmachen und dank Kasuha bin ich auf die von Ginger gestoßen, zu ihrem Abonnenten-Special 1400, wenn ich mich recht erinnere. Und da erstmal ganz viele Glückwünsche und so. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich habe dich zwar erst dann jetzt gestern oder so gefunden und dennoch hast du es auf jeden Fall verdient. Ich habe mir wirklich viele Videos angehört und deine Stimme ist wirklich schön. Und erstmal, um auf das Thema wieder zurückzukommen, ich rede hier Schwachsinn, ist es halt eine Vocaloid-Karaoke-Challenge. Ich kenne fast kein Vocaloid, ich kenne nur sehr wenige, sehr berühmte Lieder. Ich hoffe, ich kenne ein paar wenigstens. Dank Kazu habe ich das zwar schon einmal gehört, aber ich habe gerade die ganze Zeit aufgenommen, deswegen weiß ich eigentlich gar nichts mehr davon. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich wenigstens ein bisschen was hinkriege. Und ich würde dann mal sagen, dass wir das damit jetzt mal starten und schiebe Töne, da tut es mir wirklich leid. Ja, das kam mal bei Kasus diese Medley, glaube ich, drin vor. Aber ich kann das Lied nicht. Ich finde Pumi doch total niedlich. Ja, wie geht das? Scheiße. Das beginnt ja schon schön. Wirklich. Anderes. Das ist gerade total peinlich und so. Oh nein, 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 nein. Okay. Fukai mori no oku ni mayoi konda mura no musume Irosa seata tegami omote Moru ni yakata ni torari tsuku. Oh my god, schief. Die Melodie kommt mir bekannt vor. Also, es kommt mir bekannt vor, aber mir fällt echt nichts zu ein. Warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Es kommt mir bekannt vor. Aber ich glaube, das wird echt. Nein. Nein, nein. Scheiße. Oh nein. Das ist echt schlimm. Scheiße. Okay. Das ist ein schreckliches Video. Tut mir leid, Leute. Okay. Oh nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Ist auf jeden Fall von Ja oder Luca. Ich kann hier nicht auseinanderhalten. Aber es müsste von Ja oder Luca sein. Ja. Oder? Hatte ich nie viel mit zu tun. Gut, ich habe Luca gecosplayt, aber naja. Ist schon länger her. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Schon lässt die Fahrhand fallen, diese Stimme in mir schreit auf ein Liebe, lieblos, hat's Ende schon. Wenn ich dich jetzt bringe, dann wär's für die alle. Yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh. Oh, das war schlimm. Das war echt nicht gut. Das war. Es ist auf jeden Fall von. Warte. Ja, doch. Müsste ein. Warte. Das kennt ich. Das ist von Rin und Len, oder? Ich weiß nicht, ob das im Original von Rin und Len ist, aber das müsste von Rin und Len sein. Ich glaube, das war von Rin und Len, aber ich kenne es wirklich nicht richtig. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört.
ein neues Lied. Und ich ganz komplett. Andersen-Syndrom oder so? Das so. Ich glaube, es gibt ein E. Es gibt. Nein. Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist Matrioschka. Da kann ich aber den Text nicht. Also den kann ich wirklich gar nicht. Das konnte ich noch nie. Ich kenne eine Stelle von Kasu, aber mir auch nicht. Ich kann's, du es mir noch einmal erklären. Party X Party, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin aber sehr sicher, dass da Nico mitsingen müsste. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein Lied, wo viele mitsingen. Das kommt zumindest mir so rüber, aber... Keine Ahnung, ernsthaft, ich weiß es nicht. Wir kriegen sie nicht mehr zu leben. Das Platz sperrt uns ein, lässt starr die Ziele sein. Zu der Guillotine, das fassen wir. Dies Universum so weit verschnitt die Dunkelheit. Und ein Klagengesang kommt niemals bei mir. Der Dorf der Zweifel, welche mich durchsticht, nur Adern bricht. Die schwache Liebe, Mann, kann eine Waffe werden, die mein Leben sein Ende bringt. No Fiction. In manchen Wissenschaften bin ich gut. Japanisch. Das kenne ich. Da müsste Gumi mitsingen und Ding ist zwei oder eine. Ich lasse das Livora. Irgendwas mit L. Ich weiß, es ist was mit L. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, nur dieses Elektrozeug, das ist auf jeden Fall mit Sicherheit. Ja, da hört man gerade auch im Hintergrund irgendwie so leise, dass da müsste. Ah, oh, ich liebe das. Das ist Tokyo Teddy Bear. Aber ich kann den Text auch nicht. Keine Ahnung, was ich hier mache. Du bist meine Prinzessin und ich diene dir, unser Schicksal gepeinigt, das Zwillingspaar. Und für dich ganz allein werde ich wie der Teufel sein und ich werde dich von allen Qualen befreien. So schön! Auf der Allee, die hin zum Bahnhof führt, sehe ich ein Paar, das sehr glücklich scheint. Sie sind vereint, oh Mann. Mal es schneit, ich hätte gern solch Wärme aufgespürt. Mit dir nah bei mir, drum habe ich ihn selbst gemacht. Dein Schal, der war für dich gedacht. Wie sollte ich ihn dir? Oh nein, nein! Irgendwie voller Scharomanten sollten anders sein. Mit Genen kombiniert wie nie ohne. Ein jeder wird gern rangenommen. Mit Fühlen kann man nicht entkommen. Ein schöner Tag. Niemals mehr. Ich kann den Text überhaupt gar nicht. Oh Gott, muss immer unser Glieder kommen. Immer wieder so gut wie eingeschätzt, die ich lieber an dich hätte. Das mag ich nämlich niemand kriegen. So nicht. Das ist echt hart, es ist gefährlich angeschwollen. Gib dir das, was all die anderen sicher wollen. Ich liebe dich und fehl dich. Was ich sagte, schon in deine Identität. Was war das? Jetzt war hier noch mal ein kleines Spaß. Cybersanker. Cyber. Ja, das ist Cybersanker. Da kann ich aber das auch nicht. Ich
nur da die Melodie ein bisschen. Das ist echt wenig, was ich kenne. Das ist richtig wenig. Oder was ich überhaupt. Oh mein Gott, nein. Irgendwie so. Ich weiß nicht. Oh nein. Ich erinnere mich. Das Kasu hat ja die schon gemacht gehabt und das ist das, wo die gestillt hat, oder? Ich glaube. Mehr von dem Lied kann ich nicht, denn ich kenne es nur von dieser komischen Challenge hier durch Kasu. Und ich habe mich so schrottgelacht. Na gar. Wer kommt auf die Idee solcher? Okay, ja. Watashi hajimeru no yo. これは戦争嬉しそうの二の耳を見れなんて切なる恋それは紡い見せてあげる私の思いを。 Was ist das?Es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist mir echt unbekannt. Ich kenne es überhaupt nicht. Was ist das? Ich kenne es nicht. Mir kommt es irgendwie dennoch. Was könnte das sein? Wer könnte das singen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Eine Tür! Eine Tür! So ein Klingengeräusch kommen, so ein Teilen kommen. Ich weiß nicht, was da, da war es. Das war ein Gläser, Weingläser. Ich weiß, dass es ein Gruppenlied ist. Ich glaube, da singt sogar Gakupo mit. Das ist so geil. Ich liebe Gakupo. Und da hat Miku geschrien. Miku muss geschrien haben. Das war eindeutig Miku. Oh, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's wirklich. Okay, ja, es scheint so, als hätte ich sehr viel verkackt. Dafür entschuldige ich mich, vor allem für die ganzen schiefen Töne, die wahrscheinlich dabei sind. Ich höre mir das jetzt gleich mal selber an und ich wette, ich werde mich dann nachher nochmal auf den Boden legen und lachen. Ich hoffe dennoch, dass es einigermaßen sich angehört hat, dass ich habe, glaube ich, weiß nicht, vielleicht 15? Das sind gar nicht so viele Lieder gewesen, oder? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, die Hälfte. Die Hälfte habe ich auf jeden Fall gekannt. Drei habe ich mitgesungen richtig und ich glaube, das war's. Ja, und dann immer dieser Mix zwischen Deutsch und Japanisch. Ich wollte gerade schon Englisch sagen, aber dabei habe ich gar keinen englischen Text benutzt. Ja, okay. Ja, Entschuldigung für diese schiefen Töne erstmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem allen gefallen und nochmal sehr viele Glückwünsche an Jinja. Jinja, wie auch immer du ausgesprochen wirst. Tut mir leid. Aber ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht alle kreischend weggerannt seid, wie ich das sonst auch immer in die Videobeschreibung packe. Naja, ich wünsche auf jeden Fall allen alles Gute. Ich habe jetzt Ferien, im Gegensatz zu vielen anderen. Und sage deswegen ciao, ciao. Wobei es werden wahrscheinlich diese Woche und eventuell auch noch nächste Woche oder irgendwann werden auf jeden Fall ein paar Lieder kommen, weil momentan kann ich covern und das ist geil. Ja, ich mache jetzt einfach mal ein Infovideo hier raus, obwohl das total unhöflich ist, aber egal. Jedenfalls, es werden auf jeden Fall mindestens ein Vocaloid-Lied werde ich noch aufnehmen. Habe ich schon zum Teil. Ich werde aber nicht sagen, welches. Ein paar von meinen Freunden wissen es wahrscheinlich schon, aber egal. Dann ein Dankeslied an meine Freunde für diese wundervollen Jahre, weil ich bin ja jetzt 10. Klasse weg von der Schule. Das ist total scheiße, ich mache meine Freunde. Und zu guter Letzt werde ich auch noch eventuell ein Lied mit dem
Text von Jules hochladen oder was? Joe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall von den Lieben von Better Voice. Egal, ich sollte echt aufhören zu reden. Ich rede zu viel. Man merkt vielleicht, dass ich etwas aufgeregt bin, diese Sache hier zu machen. Ich habe total verkackt. Aber ich glaube, ich beende das hier jetzt mal. Es sind jetzt schon circa 15 Minuten, die ich aufnehme. Und jetzt gleich sogar schon 15,5. Und deswegen sage ich jetzt mal tschö. Und ich wünsche euch wirklich allen alles Gute. Und ja. Ja, das war's eigentlich. Ciao, ihr Lieben. Ich hab euch alle lieb. Knuddel.